Willkommen zurück bei der sinnlosesten Zugfahrt im Wilden Westen. Ha, ich erstmal wieder in die Kamera rutschen. So, wir reparieren mal die Uhr, ne? Ja, dass hier alle einen Vogel haben, ist mir schon länger klar. Ja. Ganz klar. Robot needs a heart. Der Roboter braucht sein Herz. Brauchte nicht der Löwe das Herz? Brauchte der Blechmann nicht? Was brauchte der Blechmann denn eigentlich? Die Vogelscheuche braucht ein Gehirn. Oder brauchte der Blechmann doch ein Herz, um menschlich zu sein? Ich bin mir nicht sicher. Aber eigentlich brauchte der Löwe ja Courage, also Mut. Und ich habe keine Ahnung. Ach, was weiß ich denn? Eigentlich sollte ich sowas wissen. Hey, Überraschung, hier ist jetzt ein Wimmelbildspiel. Wir müssen ein mechanisches Herz finden. Ob das wohl das Item ist, was wir hinterher. Naja, egal. So, mechanisches Herz gefunden. Können wir jetzt den Roboter reparieren oder muss ich die anderen 11 Items auch noch einsammeln? Aber okay, es ist ja ein Wimmelbildspiel. Eigentlich will ich das ja machen. Aber irgendwie schafft es dieses Spiel, dass ich selbst. Also, es ist schon irgendwie sehr bezeichnend, wenn ein Wimmelbildspiel es schafft, dass man ein Wimmelbild sinnlos findet. Das ist hart. Wir brauchen irgendwo noch Make-up. Wir brauchen eine Ballerina. Die ist hier. Eine Fischgräte. Eine Puppe. Ein Spyglass. Eine Platte. Irgendwo. Die ist hier. So, fehlt eigentlich nur noch Make-up. Das hier? Okay. Ach, und die Zigarettendose. Zigaretten, wie heißt denn das? Zigaretten-Etui. So, natürlich haben wir jetzt das Herz. Tun es da rein. Na, gerade im richtigen Augenblick. Was wäre nur passiert, wenn wir hier über die Brücke gefahren wären? So, wir nehmen erstmal. Ja, natürlich. Dieser Minenwagen sieht schwer aus. Ich brauche eine Art Hebel. Entschuldigung, das Ding lag eben daneben und war circa ein Viertel so groß. Aber ist okay. So, der Trichter geht garantiert hier rein. Das kommt wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nicht da rein. Das ist ein Schlüssel, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich könnte dieses Boot benutzen, um den Fluss zu überqueren. Aber nicht, solange ich nicht das Leck gefunden bzw. repariert habe. Okay, wir haben hier einen Schlüssel. Dann drehen wir um und machen hier auf. The fuck, the chest is missing one part, natürlich. Ich finde es ein bisschen schade, dass das hier so. Also es ist fast zu einfach. Und es ist halt so ziemlich straightforward. Okay, ich habe ein Rätsel geskippt, aber das ist auch einfach so, na, okay, dreh es halt so lange hin, bis es passt. So, das war halt, ja, theoretisch war das auch was mit Nachdenken, aber das war so, nee, da hatte ich dann einfach keinen Bock mehr drauf. Swap the numbers. So, the left side and the right side of the puzzle add up to the same. Okay, wir müssen. Okay, ich muss die alle austauschen.
sodass die linke und die rechte Seite die gleiche Summe ergeben. Okay, was haben wir denn für eine Gesamtsumme? Wir haben 5 und 15, das sind 20. Ja, und hier haben wir bislang 26, sehe ich das richtig? Das sind 16, okay, also wir haben hier 20, wir haben da 26, das heißt, es müssen insgesamt auf dieser Seite 3 mehr werden. Das erreichen wir, indem wir die 4 mit der 7 tauschen. Fertig. Fantastisch. Ich habe auch immer so eine super geheime Schatztruhe, in der ein Haufen altes, ranziges Katzenstreu liegt und eine Pfanne. Ganz wichtig. Knüller wäre jetzt gewesen, wenn das Ding leer gewesen wäre. Wenigstens muss ich da. Na klar, diese Riesenlöcher halten auch einfach, wenn wir da so ein bisschen Teer drüber streichen. Ja, vor allem diese 3 Meter hätte sie halt auch einfach schwimmen können. Wenn sie schwimmen kann. Du siehst wie eine gute Person aus. Bitte hilf meinem Vater. Der böse Trainman hat ihn... Was? Hat ihn an den Pfeiler der Brücke gebunden. Mein Vater hat als Aufseher für die Brücke gearbeitet. Oder als Brückenaufseher. Watchman? Okay, er hat die Brücke begutachtet, wie jedes Mal, bevor ein Zug drüber gefahren ist. Er hat mir gesagt, dass... he told me that the lives of the passengers... Ah, okay. Er hat gesagt, dass das Leben der Passagiere von uns abhängt. Aber in einer Nacht haben wir seltsame Geräusche von der Brücke gehört. Er rannte raus und sah einen seltsamen Mann mit einem bösen Augen irgendwas an der Brücke befestigen. Mein Vater hat versucht, ihn aufzuhalten. Denn er wusste, dass jederzeit ein Zug kommen würde. Aber sobald mein Vater die Brücke erreicht hatte, lachte der böse Mann nur und verschwand und löste sich in Luft auf. Mein Vater hat versucht, die Bombe zu entschärfen, aber in dem Moment skippte der Text weg und ich konnte es nicht mehr lesen. Okay, irgendwas, ja, bla 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 bla. Replay, danke. Warum kann ich es nicht vorher selber weiterklicken? Goddammit. So, Bombe festgemacht. Versuchte die Bombe zu entschärfen, aber in dem Moment, als er sie berührt hatte, wurde er zu Stein. Ich habe alles gesehen. Ich sah, wie mein Vater eingefroren ist, zu Stein wurde. Blabla. Wir wurden in diese Welt transportiert nach dem Unfall. Okay, der Zug ist verunfallt. Verunfallt. Dieses ganze Spiel ist verunfallt. Gib mir eine Axt. Ah, das ist ein Lift, okay. Okay, das ist der Vater. Nur das magische Schloss kann ihn befreien. Ernsthaft, weil der Reißverschluss ab ist, kann ich das Ding nicht aufmachen. Ugh. Okay, hier brauche ich einen speziellen Schlüssel. Ob den vielleicht der Junge hat, weil es seine Tasche ist? Ich kann mit dem Jungen nicht reden, okay. Wir zünden jetzt das Dynamit direkt an den Steinen, während das Kind direkt daneben steht. So, das waren halt 5 Stangen Dynamit. Aber, also vielleicht waren es auch mehr. Wow, die Hülle sieht ganz cool aus, solange das Licht noch aus ist. I have fuel and a candle. Okay.
Ich habe alles, was ich brauche, um eine Fackel herzustellen. Außer die Fackel an sich. So, Stock und Tuch und so. Aber wir machen erstmal Wimmelbild im Dunkeln. Wir brauchen die Fackel nämlich gar nicht. Was? Was? Okay, und jetzt sammeln wir hier eine Fackel ein. Natürlich. Ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Haken. Einen Frosch. Und eine Hacksaw. Ich dachte, das schreibt man anders. Wir brauchen so einen fetten Schmiedehammer. Und eine Kartoffel. Ja, hallo, das hier ist doch wohl eine 1A-Kartoffel. Na gut, vielleicht auch nicht. Wir brauchen eine Dose mit Bohnen. Oder ein Glas mit Bohnen, er gesagt. Eine Vogelfigur, die ist hier. Eine Schaufel, die haben wir hier drüben. Cobblestone. Was ist das eigentlich? Brauchen wir auch noch Gravel? Das ist... Das war jetzt die Kartoffel, okay. So, was brauchten wir noch? Eine Fackel, einen Korb. Der Korb ist hier. Den Hammer... Was ist das eigentlich? Okay. Einen Tontopf brauchen wir noch. Der ist hier. Ein Haken. Irgendeine Art Säge. Hier ist der Hammer. Was ist das hier? Okay. Alles nichts, was wir brauchen würden. Zur Hölle soll ich denn jetzt bitte... Die Torch brauchen wir ja auch noch. Ah, das war der Haken. Habe ich schon die ganze Zeit gesehen, aber irgendwie trotzdem nicht wahrgenommen. Erstaunlich. Das Messer brauchen wir offenbar nicht. Warum ragt hier eigentlich so eine halbe Leiter ins Bild? Ah, da war die Säge, okay. So, fehlt Fackel und ich glaube Cobblestone war Kieselstein, ne? Glaube ich. Hm, natürlich dieser ganz kleine Stein hier. Okay, wir brauchen jetzt noch die Torch. Ich bin so ein bisschen verwirrt, was das angeht. Ah, das ist das Ding einfach. Okay, total offensichtlich eine Fackel. Hallo? Kann ich bitte... Es ist zu dunkel, ich brauche Licht. Ja, aber das Wimmelbild konnten wir machen im Dunkeln, ja? Womit habe ich das verdient? Schmetterlingsnetz, natürlich. Ah ne, wenn ich den Brunnen beleuchten kann, sehe ich unten vielleicht etwas Interessantes. Dann müssen wir bestimmt Glühwürmchen in den Krug packen und dann den Krug darunter lassen oder so. Deswegen haben wir nämlich auch das Fliegennetz oder das Schmetterlingsnetz, um Glühwürmchen zu fangen. Okay, das nenne ich mal einen schönen Kontrast. Schau dir all diese Glühwürmchen an. Ich brauche ein Schmetterlingsnetz. Ja. Alter. Boah. Alter. Ich war mir im ersten Moment, als ich das aussprach, nicht so ganz sicher, ob ich das ernst meine oder nicht mit dem Glas und den Glühwürmchen. Aber... Alter... Holy shit.
Okay, Kristall um den Brunnen rum hat angefangen zu leuchten. Was du nicht sagst. Ich habe dieses Kästchen im Kristall gefunden. Ich sollte den Kristall kaputt machen. Und dann fehlt uns natürlich ein Teil von dem Kästchen. Ganz klar. So, irgendwo konnten... Jetzt können wir hier aber wimmeln, natürlich. Eine Steinblume, das ist das Ding. Ein Jagdhorn, das ist das Ding. Seife. Ein Tannenzweig oder Pinienzweig oder was auch immer. Brauchen wir eine Socke? Brauchen wir. Wir brauchen auch das Schattenkaninchen. Wir brauchen auch den Kompass. Wir brauchen jetzt das Messer und die Schere. Und außerdem brauchen wir auch diesen Eimer. Und diese Karte. Und... was zur Hölle ist Canteen? Ja. Ja, das Canteen ist wahrscheinlich dieser... Jetzt lass mich wieder machen hier. Ist nicht dieser Teller, okay. Okay. Okay, uns fehlt dieser Zweig. Der ist nicht da. Nicht das hier. Und uns fehlt Canteen, was auch immer das ist. Okay. Was auch immer das war. So, fehlt noch der Pine Branch. Ich sehe ihn gerade leider wirklich nicht. Ich hätte ja gedacht, dass es das Ding hier oben irgendwie ist, aber nee. Offensichtlich nicht. Hier. Okay, dann kommt hier wohl die Stoneflower hin. Und dann haben wir hier ein Part von einem Schloss. So, irgendwo konnten wir draußen aber doch auch noch was. Das gehört doch bestimmt hier dran, oder? Okay, da finden wir diese Kette drin. Nice Tent. Geht so. Also ganz ehrlich, ich habe schon schickere gesehen. So, und das ist hier wahrscheinlich Teil von dem magischen Schloss. Da müssen wir jetzt aber noch den zweiten Teil finden. So, und hier brauchen wir wahrscheinlich jetzt die Kette. Und den Hebel. Da können wir doch... Hätten wir die Pickaxe nicht da als Hebel einsetzen können? Okay. Dann gehen wir mal wieder hier rein. Hier sind wir durch, ne? Dann müssen wir nämlich jetzt hier hin. Und gucken mal hier weiter. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Die Steine blockieren das Wasser oder verhindern, dass das Wasser auf das Wasserrad fließt. Ich muss sie irgendwie entfernen. Aber ich komme nicht daran. Damit auch nicht. Okay. Wir können da nicht einfach hochklettern oder so, ne? Nein, nein, das wäre auch viel zu einfach. Ich muss eine Brücke darüber bauen, wenn ich mir das näher angucken möchte. Ich möchte mir das gar nicht näher angucken. Um ehrlich zu sein, aber... Okay. Hier geht's uns auch nichts, ne? Nur die Steine. Schau unter die Steine. Ja, guck mal. Dieser Bootshaken hilft uns doch hier bestimmt total. Und dadurch, dass hier jetzt Wasser reinfließt, ne? Also, so rein physikalisch fließt hier Wasser rein. Und Wellen breiten sich von hier aus in alle Richtungen aus. Wasser fließt von hier weg. Deswegen schwimmen die Bretter gegen den Strom hierher. Ich will hier
hier raus, wahrscheinlich kann. Hm, der zweite Part des Schlosses. Ja. Ja. Nein. Vater! Die Steine sind los. Ich sollte... Genau, ich hau jetzt auf den versteinerten Vater mit der Spitzhacke, weil ich auch genau erkennen kann, wo sein Bein aufhört und wo die Steine anfangen. Super Idee. Das machen wir bei seinem Kopf auch. Ganz wichtig. Ist er jetzt frei? Ich mag mir gar nicht vorstellen, was hier passiert ist, ja, aber ich kann jetzt auch nichts mehr machen. Hallo? Achso, der kommt jetzt von alleine raus. Okay, ich musste nur da rausgehen. Vielen Dank, Miss. Vielen Dank, Miss, dass Sie mich gerettet haben. Oh Mist, ich erinnere mich, bla bla. Moment, das können wir uns bestimmt gleich nochmal angucken, oder? Hoffe ich. Replay. Ich erinnere mich an den Tag, als der Trainman mich in den Stein eingeschlossen hat. Ich habe diesen Verrückten erkannt. Er hat hier in einer Hütte beim Fluss gelebt. Ich habe ihn nie viel beachtet. War irgendein verrückter Blabla. Er hat etwas Schreckliches getan. Die Explosion gefühlt und dann hörte ich Schreie der Sterbenden. Das war meine Bestrafung. Ich war so auf meine in meine Arbeit vertieft, dass ich überhaupt nicht mehr wahrgenommen habe, was um mich herum abging. Das hat er genauso gesagt, was um ihn herum abging. Du siehst traurig aus. Du hast dein Kind verloren. Oder du vermisst dein Kind. Ich habe keine Zweifel, dass die dunkle Seele des Trainman... Oh, Alter, kann das bitte nicht so schnell gehen? Ich meine, wenn ich es automatisch weiterklicken kann, also wenn ich es selber weiterklicken kann, meine ich, warum wartet es dann nicht einfach? So. Okay, ich gehe... Ich habe keine Zweifel, dass der Trainman... ein so junges Lebewesen töten würde. Geh an die Spitze des Berges und du wirst das Haus sehen, wo mein Sohn und ich einst gelebt haben. Nach Nachdem der Verrückte mich im Stein eingeschlossen hat, hat er meinen Sohn rausgeworfen und ist selbst dort eingezogen. Deine Tochter könnte noch immer... Alter. Könnte noch immer dort sein. Und darauf warten, dass du den Trainman besiegst. Beeil dich. Ja, ich wäre auch längst losgegangen, wenn ich nicht fünfmal diesen Text von vorne hätte anfangen müssen. Boah. Ah, und jetzt kann ich noch diesen... Hebel. Das ist ein Hebel.